Der BBW-Adventskalender, der Poho-Podcast. Türchen 5. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr euch auch schon immer gefragt, woher die Tradition kommt, am Vorabend von Nikolaus unsere Stiefel zu putzen? Dann hört jetzt gut zu, wenn Katharina Oesterle, Lehrerin an unseren BBW-Privatschulen, Licht ins Dunkle bringt. Viel Spaß! Das Stiefelputzen für den Nikolaustag ist eine faszinierende Tradition, die tief in den kulturellen und religiösen Wurzeln vieler Gemeinschaften verwurzelt ist. Diese Tradition findet sich in verschiedenen Ländern und hat im Lauf der Zeit eine Vielzahl von Interpretationen und Variationen angenommen. Der Ursprung dieses Brauchs liegt in der Verehrung des heiligen Nikolaus von Myra, einem Bischof, der für seine Großzügigkeit und Güte bekannt war. Seine Legenden über Wohltätigkeit und Hilfe für die Armen haben im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Geschichten hervorgebracht, die sich in verschiedenen Kulturen verbreitet haben. Eine der bekanntesten Erzählungen besagt, dass der heilige Nikolaus heimlich Goldmünzen in die Stiefel dreier Schwestern warf, die diese zum Trocknen vor dem Kamin hatten. Dieser Akt der Freundlichkeit und Unterstützung der Bedürftigen wird oft als Ursprung des Brauchs des Stiefelputzens für den Nikolaustag angesehen. In vielen Haushalten auf der ganzen Welt ist es eine beliebte Praxis geworden, dass Kinder am Abend des 5. Dezember ihre Stiefel oder Schuhe vor die Tür stellen oder neben den Kamin legen. Sie reinigen und polieren ihre Stiefel sorgfältig in Erwartung des Besuchs des Nikolaus. Dieses Reinigen der Stiefel hat verschiedene symbolische Bedeutungen. Es steht nicht nur für die Vorfreude auf den Nikolausbesuch, sondern auch für Sauberkeit, Respekt und Wertschätzung gegenüber dieser Tradition. Die Kinder gehen oft mit großem Enthusiasmus und Hingabe ans Werk, wenn es darum geht, ihre Stiefel für den Nikolaustag vorzubereiten. Einige Familien gestalten dieses Ritual zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, bei dem die Kinder mit ihren Eltern oder Geschwistern zusammenkommen, um ihre Stiefel zu säubern, zu dekorieren oder sogar kleine Briefe oder Zeichnungen für den Nikolaus beizulegen. Dies schafft eine herzliche Atmosphäre des Zusammenhalts und der Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Der Akt des Stiefelputzens symbolisiert nicht nur die Erwartung von Geschenken oder Süßigkeiten, sondern erinnert auch an die Werte von Großzügigkeit und Nächstenliebe, die mit der Geschichte des heiligen Nikolaus verbunden sind. Eltern nutzen oft diese Gelegenheit, um ihren Kindern diese wichtigen moralischen Werte zu vermitteln, indem sie über die Bedeutung von Teilen, Helfen und Fürsorge sprechen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich dieser Brauch im Lauf der Zeit weiterentwickelt hat und wie er in den verschiedenen Kulturen und Familien unterschiedlich zelebriert wird. Einige Religionen haben zusätzliche Bräuche entwickelt, wie das Singen von Nikolausliedern oder das Aufstellen von speziellen Nikolausaltären. Trotz der Vielfalt bleibt die Essenz dieses Brauches jedoch universell. Die Vorfreude, die Tradition und die Werte, die er vermittelt. Das Stiefelputzen für den Nikolaustag ist nicht nur ein festliches Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit für Familien, Gemeinschaften und Gesellschaften, sich zu versammeln, die Vorfreude auf die Feiertage zu teilen und gleichzeitig die Werte von Mitgefühl, Großzügigkeit und Zusammenhalt zu feiern, die den Geist dieser Tradition lebendig halten. Na dann, an die Stiefel fertig los! Wenn ihr mehr über unsere Angebote bei den BBW-Privatschulen erfahren wollt, besucht uns auf www.bbw-berufliche-schulen.de. Wir verabschieden uns für heute und freuen uns auf morgen. Bye, bye!